Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise durch die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und jetzt beschäftigen wir uns mal damit, was sind eigentlich Smart Cities? Das Smart City ist ja so ein Begriff, der die ganze Zeit schon immer umhergeistert in den letzten Jahren. Irgendwie soll es da um neue digitalisierte Ansätze gehen in der Stadtgesellschaft, im Stadtleben. Aber was bedeutet das konkret? Was ist eigentlich smart? Wir betrachten jetzt tatsächlich genau diese Frage, was soll eigentlich smart sein? Was ist das? Was ist der Plattformgedanke dahinter? Wie kann man den eigentlich in so einer Stadtgesellschaft umsetzen? Und was sind die Anwendungen, die dahinter stecken? Und warum ist eigentlich ein Stadtwerk ganz besonders prädestiniert und ganz besonders gut dafür geeignet, sowas zu organisieren und genau damit auch in Zukunft noch Geld zu verdienen? Und schauen wir uns erstmal an, was könnte eine Smart City eigentlich sein? Das bedeutet im Großen und Ganzen die Daseinsvorsorge als zentrale Aufgaben der Stadtgesellschaft und des Stadtwerks in das 21. Jahrhundert zu heben und eben genau diese Digitalisierung, diese Vernetzung, diese Technologien, die wir jetzt haben, hier anzuwenden, um eben genau diese Daseinsvorsorge zu optimieren. Also all das, was Grundversorgung ist, all das, was Services sind, die im Alltag in der Stadt angewendet werden, dass genau die eben mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts verbessert werden, effizienter werden, komfortabler werden. Das ist also im Großen und Ganzen die intelligente Vernetzung von ganz vielen Aspekten wie Daten, die auch aus Sensoren kommen, Prozessen. Das ist jetzt nicht nur ein technologischer Prozess, das ist auch einfach ein Verwaltungsprozess im Bürgerservice. Das ist die Vernetzung von Menschen, von Personen, von Bürgern, von Unternehmen und Unternehmern, von der Verwaltung, von der Infrastruktur, damit natürlich auch vom Stadtwerk und auch vom Nahverkehr und anderen Aspekten. Mit dem Ziel von Vereinfachungen oder Verbesserung. Ja, also wirklich die Sachen anzusprechen, die den Menschen interessieren im Alltag, und das ist Komfort, das ist Geld, das ist Vereinfachung, das ist Sicherheit. Ja, ganz viele Sachen, die ganz tief im eigenen Leben irgendwie verankert sind, die in diesen Aufgaben der Daseinsvorsorge jetzt optimiert werden sollen. Das kann passieren durch technologische Angebote. Ja, also tatsächlich, dass man sagt, wir haben jetzt hier irgendwelche intelligenten Geräte, die irgendwas Tolles machen, oder es gibt jetzt eine App, mit der man perfekt durch die Stadt navigiert wird. Also allein schon nicht nur so eine Google Maps Navigation, sondern auch mit den Hinweisen, hey, hier ist ein Bäcker, der hat heute ein tolles Angebot für dich. Wenn du mit der App hingehst, kriegst du dieses Angebot. Du kriegst halt ein Brötchen, das läuft dann zu günstiger. Ja. Oder wir haben hier die Vernetzung von den Nahverkehrsmöglichkeiten mit noch den Carsharing oder Ridesharing Angeboten. In Vernetzung mit noch irgendwelchen anderen tollen Sachen, die dann eben bisher so noch nie vorhanden waren. Der Sicherheitsgedanke, der zum Beispiel aus einer intelligenten Beleuchtung kommen könnte, wo es ja nicht darum geht, Energie einzusparen, also nicht nur dann leuchten zu lassen, wenn man es braucht, sondern Licht dann zum Beispiel aufdimmen zu lassen und stärker werden zu lassen, wenn wir uns in sicherheitsgefährdeten Gebieten bewegen und dort aber tatsächlich gerade Leute langlaufen. Also praktisch auch wirklich nutzensorientiert diese Technologien einzusetzen. Komforterhöhung einfach dadurch, dass man Informationen direkt auf die Hand bekommt, in der App hat, die man sowieso verwendet, oder auf irgendeine Weise zur Verfügung gestellt werden, auch durch intelligente Informationstafeln und Stelen, die am Marktplatz oder am Busbahnhof stehen. Solche Dinge kann man sich darunter vorstellen. Was sind die konkreten Anwendungen, die jetzt dahinter stecken und die man hier anwenden könnte? Sicherlich läuft es darauf hinaus, dass es im Großen und Ganzen ein Digitalisierungsschub im Quartier geben muss. Das Quartier ist ja nun mal die Gegend, in der man jetzt wohnt, lebt, arbeitet, sich aufhält, und so das naheste Umfeld da drin leben. Ja, das kann ein Wohnblock sein, ein Straßenblock sein, das kann aber auch ein ganzes kleines Viertel sein von der Stadt. Und dort eben eine Digitalisierung umzusetzen durch allein schon sowas wie in dem intelligenten Energiekonzept. Dass man eine Nahwärme, die irgendwo erzeugt wird, auch so allen Nachbarn weitergibt. Dass man die Photovoltaik von einem Dach eben auf alle weiteren noch erweitert und sich so gegenseitig ein bisschen ausgleicht. Dass man eine Parkraumbewirtschaftung klüger hinbekommt, weil die Navigations-App einen zum garantiert leeren Parkplatz führt. Und wenn der Parkplatzsensor sagt, hey, hier ist gerade jemand draufgefahren, jemand anderes, dann werde ich automatisch zum nächsten wirklich freien Parkplatz geleitet.
dass man sowas wie diese Straßenbeleuchtung wirklich bedarfsorientiert umsetzt und dann hoch und runter dimmt, wenn eben die Nutzung sich verändert. Das genauso aber auch bei der Müllentsorgung läuft. Gerade bei öffentlichen Veranstaltungen, wo ein Mülleimer gerne mal überlastet ist, zu sagen, hey, das ist ein Sensor, wenn der bei 70% steht, dann gibt es einen kleinen Alarm bei der Entsorgung und dann wird da wirklich zielgerichtet entsorgt, wenn der Bedarf da ist. Und genauso gut kann man sich aber Routen einsparen, weil hier vielleicht noch gar nicht voll ist. Ne? Das muss man dann eben mal schauen, was man eigentlich erreichen möchte. Es geht ganz viel auch um Zustandsdaten. Das ist auch schon nicht nur die Füllmeldung für den Mülleimer, sondern auch die Füllmeldung zum Beispiel für einen Wasserschacht. Dass man Überflutungen, überhaupt zum Beispiel auch Abwässerorganisationen einfach auf Grundlage von Sensordaten organisiert und weniger auf Grundlage von Erfahrung. Oder dass man eben auch sagt, okay, hier gibt es in der Gasleitung irgendwo eine Schwachstelle, die ist noch nicht kaputt, aber wir merken anhand von Sensordaten, da ist was schiefgegangen und es wird bald kaputt gehen. Und man kann vorher bereits in die Wartung gehen, bevor es kaputt ist. Ja, das sind so Sachen, die man unter Predictive Maintenance ja auch zusammenfasst. Das läuft auch ganz normal weiter in das Leben der normalen Leute im digitalen Bürgerservice. Wenn ich mir einen neuen Personalausweis ausstellen lassen will oder meinen Bewohnerparkausweis, dann muss sowas einfach gehen mit einem sehr einfachen Online-Prozess zum Beispiel oder eben auch mit einem sehr einfachen Vor-Ort-Prozess für die Leute, die nicht online sind. Es darf aber eben nicht mehr eine Formularflatterei sein, die wochenlang dauert. Das sind hier so Sachen, die sich verändern können. Das Ganze kann optimalerweise durch eine Plattform stattfinden. Und eine Plattform, Smart City, würde bedeuten, zum Beispiel das Stadtwerk betreibt erstmal eine IT-Plattform, auf die es verschiedene Daten kommt, von Sensoren, aber auch von den Kunden, von den Anwendern, von den Bürgern. Und daraus entstehen jetzt verschiedene Anwendungszwecke. Im Bereich zum Beispiel von City Management, dass man sagt, hey, es geht uns um dieses smarte Parken, diese Mobilität oder eine gemeinsame App oder eben die smarte Energie, wie man sie eben in der Stadt viel besser organisieren kann. Es geht genauso gut aber auch um dieses Predictive Maintenance, wo es um Infrastruktur eben gehen würde. Und genauso gut entwickelt sich das Ganze auch noch weiter hin zu weiteren Analysen, Echtzeitdaten, alleine Energieverbrauch. Dem mit Einbringen von Drittdienstleistern, was ich vorhin mal meinte mit, hey, dieser Bäcker hat ein bestimmtes Angebot oder hier ist eine Technologie von einem bestimmten Anbieter in deiner App, die du jetzt eben angeboten bekommst, weil du unsere Plattform nutzt. Und darüber kann dann auch die Refinanzierung dieser Plattformkosten für die Stadt ja auch kommen, weil man entweder ja Gebühren von den Benutzern haben möchte oder die Gebühren von den Dienstleistern haben möchte, die hier praktisch ihre Angebote mit reinpacken. Schlussendlich geht es aber auch ganz dringend um Partizipation, also um Teilhabe von allen, die hier in irgendeiner Form ein Interesse daran haben könnten. Das heißt nicht nur, dass ich zum Beispiel eine Überblicksplattform habe mit allen Informationen, die ich brauche, sondern eben, dass ich dort auch mitmachen kann und dass ich ernsthafte Mehrwerte für mein Leben dort herausnehmen kann. Und dieser Nutzen, der dann schlussendlich rauskommen soll, der ergibt sich eben tatsächlich dadurch, dass man hier eine konkrete Umsetzung von Plattformen und Dienstleistungen organisiert, dass man einen Service hat und vor allem, dass dieser auch wirklich genutzt wird. Eine Smart City ist nicht nur dieses tolle digitale Projekt, wo man sagen kann, hey, das ist ein Vorzeigeprojekt für unsere Stadt und toll, jetzt machen wir mal Fotos mit dem Bürgermeister, sondern dass dort auch wirklich eine Umsetzung für die Menschen passiert, dass genau diese Umsetzung eben auch wahrgenommen wird und genutzt wird. Und dass wir dort eine ernsthafte Verbesserung des Lebens von Leuten haben. Dass diese Daseinsvorsorge wirklich ins nächste Jahrhundert katapultiert wird. Und was man da vordergründig erstmal machen könnte, ist so ein zentrales Dashboard für alle Einwohner. Das ist so das klassische Beispiel, wenn man das Smart Cities redet, das ist Bad Hersfeld. Bad Hersfeld hat schon vor einer ganzen Weile von dem Urban Institute sich ein Cockpit bauen lassen, wo eben verschiedenste interessante Informationen gesammelt werden. Allein zum Beispiel verschiedene Sensordaten im Bereich der Lärmbelästigung, an welcher Stelle ist es gerade sehr laut, oder Umweltdaten wie Temperaturen aus verschiedenen Bereichen, auch innerhalb der Stadt verteilt, Luftfeuchtigkeit und so weiter, worauf man verschiedene Sachen für sich schon mal ziehen könnte. Es geht aber genauso weiter, wie zum Beispiel die Sensordaten aus den Parkhäusern, wie viele Parkplätze sind jetzt gerade wirklich live frei.
welche städtischen Mülleimer sind wie sehr befüllt. Das kann man alles nämlich auch den Bürgern zur Verfügung stellen, um Transparenz und Greifbarkeit herbeizuführen. Nämlich ganz entscheidend, dass diese Sachen nicht nur gemacht werden und irgendwie toll sind, sondern dass daraus auch wirklich eine Anwendung entsteht. Und neben diesem Beispiel aus Bad Hersfeld gibt es auch wirklich noch verschiedenste andere tolle Beispiele. Das ist ja zum Beispiel Eutin, wo es eine Software von Fireware, soweit ich weiß, genutzt wird, was eben auch auf das Gleiche hinausläuft. Wir haben Feinstaubsensordaten, wir haben Temperaturdaten, wir haben eine Live-Webcam, wir haben einen Lärmpegel, wir haben verschiedene Wetterdaten, Parkplatzinformationen, die Servicefahrzeuge, die jetzt gerade zum Beispiel die Entsorgung machen, Ladesäulenzustand und so weiter. Also das sind Sachen, die ja ernsthaft einen Mehrwert bedeuten können, wenn man das richtig anwendet. Und darauf kommt es schlussendlich an, eine Gesamtstrategie also zu schaffen, mit der man diese Anwendung herbeiführt, indem man genau das jetzt ansetzt, was die Leute wirklich brauchen, wollen und haben können, wenn es eben einfach nur mal Leute gibt, die sich darum kümmern. Wir müssen also die richtigen Stakeholder an den Tisch holen. Das ist eine schöne Geschichte von Fraunhofer aus den letzten Jahren, wo eben die Bürger, die Unternehmen, die Verwaltung, die Vereine, alle, die irgendwas machen in der Stadt, an einen Tisch geholt werden und gemeinsam Dienste schaffen, Services schaffen auf einer gemeinsamen Plattform, wo auch die gesamte Infrastruktur der Stadt mit eingebaut ist, um daraus eben wirklich schöne, smarte, intelligente Angebote zu schaffen, die hier irgendwie sinnvoll umgesetzt werden können. In erstmal so ein paar Testprojekten, die nennt man ganz oft Reallabor, die dann aber eben auch in konkrete Geschäftsmodelle umgesetzt werden können, sei es für Bürger, Unternehmer oder die Stadt selbst und schlussendlich auch für Dienstleister, die sich dort mit platzieren können. Und damit setzt man das Projekt der Smart City in Bewegung. Und damit passiert das fast schon von alleine, dass man eben genau in diese Richtung geht, eine Smart City greifbar zu machen und umzusetzen.